Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video verrate ich euch meine Top 3. Und zwar meine Top 3 des Optionswissens. Was sollte jemand, der regelmäßig mit Optionen handeln will, der vielleicht sogar den Optionshandel beruflich betreiben will, was sollte der unbedingt lernen? Also was sind so die wichtigsten Punkte, die man beim Optionshandel wissen sollte? Darum geht es im heutigen Video. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere schon ganz aufgeregt, weil er denkt, oh, heute geht es um die geheimen Strategien, ne? Die 3 Top-Strategien im Optionshandel. Und ich muss gleich sagen, nein, um die geht es nicht. Denn ich habe festgestellt, dass ich sehr, sehr viele, die sich mit dem Optionshandel beschäftigen, am Anfang hauptsächlich auf Strategien konzentrieren. Das ist auch vollkommen normal, ne? Als ich angefangen habe, ging mir es genauso. Ich wollte natürlich wissen, was ist denn die beste Strategie? Mit welcher kann ich denn mit dem wenigsten Aufwand den meisten Nutzen erzielen? Das spricht die höchsten Profite machen. Wenn man jetzt aber ein bisschen länger dabei ist und auch ein paar Trades gemacht hat, und ein paar Trades habe ich schon gemacht, dann stellt man fest, die Strategie ist letztendlich gar nicht so das Wichtige, ne? Also ob du jetzt Short Puts auf Aktien schreibst, ob du Cash Secured Puts machst, ob du Butterflies schreibst, Iron Condors, Short Strangles, Straddles, was auch immer. Das spielt im Grunde genommen gar nicht so sehr die Rolle, ob du am Ende ein Gewinner oder ein Verlierer bist, sondern es geht darum, so ein paar grundlegende Punkte zu wissen und zu verstehen im Optionshandel. Und deswegen will ich euch heute meine natürlich subjektiv empfundenen Top 3 verraten, die wichtig sind für den Optionshandel. Wir nutzen dazu mal kurz hier auch das Flipchart, weil ich möchte sie euch aufschreiben. Punkt Nummer 1. Für mich das absolute A und O, und das ist etwas, was jeder, der Optionen handelt, unbedingt verstehen muss, und zwar, das ist das Thema Volatilität. So, jetzt wird der Stift langsam alle, also nehme ich einen neuen. Sieht auch gut aus, wenn man beim Punkt 2 was macht. Ich sage gleich noch was zum Thema Volatilität. Punkt Nummer 2, und zwar, das ist die Mathematik beim Optionsverkauf. Also, Mathematik beim Optionsverkauf erkläre ich auch gleich noch. Und jetzt der dritte Punkt, und zwar, das ist die Marktbewegung des Underlyings. Wie entsteht die Marktbewegung des Underlyings? Ich schreibe jetzt hier einfach mal hin, damit wir ein Stichwort haben, Underlying. Und jetzt will ich euch zu jedem ganz kurz was sagen. Okay. Volatilität. Warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema Volatilität zu beschäftigen? Den meisten ist, glaube ich, schon bewusst, dass es hohe und niedrige Volatilität gibt. Und die meisten verstehen auch, dass eine hohe Volatilität Optionspreise teuer macht und niedrige Volatilität Optionspreise eher billig macht. Und wer noch ein bisschen weiter ist, der weiß dann auch, in welchem Umfeld man was macht und so weiter. Aber was die allerwenigsten verstehen, ist, wie entsteht denn Volatilität? Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt hier Volatilität akademisch herleiten könnt, ne? Also, dass ihr jetzt sagt, hier, okay, ich habe einen Optionspreis und ich habe einen Optionspreisrechner und ich weiß so die Grundlagen der Black-Scholes-Formel und jetzt leite ich die Volatilität her. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum zu verstehen, wie entsteht Volatilität im Markt? Wer verursacht denn Volatilität im Markt? Ne? Es wird zum Beispiel immer gesagt, naja, die Market Maker haben heute die Volatilität hochgesetzt. Das ist ein totaler, es ist nicht komplett falsch, aber es trifft eigentlich nicht die Ursache. Denn Volatilität entsteht ja immer aus dem Grundgedanke der Absicherung. Das heißt, es entstehen Marktbewegungen, Händler liegen falsch, müssen sich eindecken, warum auch immer, ob aus spekulativen Gründen oder aus Absicherungsgründen. Und jetzt entsteht Volatilität. Und es ist extrem wichtig, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und dass ihr versteht, wie und wo kann denn Volatilität entstehen. Im Aktienmarkt kann Volatilität fast sage ich, ausschließlich nur auf der Unterseite entstehen, das heißt, wenn die Preise fallen. Wie ist es aber bei Rohstoffen? Ne? Warum entsteht eine hohe Volatilität, wenn der Goldpreis ausbricht? Warum entsteht eine hohe Volatilität, wenn der Ölpreis vielleicht nach unten geht? Warum entsteht in einer Währung eine hohe Volatilität, obwohl der Preis nur seitwärts läuft? Ne? Oder warum, oder bei Zinsmärkten kann das genauso passieren. Warum also? Und das ist enorm wichtig und ihr solltet euch ganz zwingend mit diesem Thema beschäftigen, weil
Wenn ihr versteht, wo Volatilität entsteht und wie Volatilität entstehen kann, dann könnt ihr nicht verhindern, dass sie entsteht. Aber gerade als Optionsverkäufer ist es unheimlich wichtig, antizipieren zu können, oh, jetzt könnte die Volatilität ansteigen. Weil überlegt euch mal, was habt ihr denn, wenn ihr immer Short-Optionen im Depot habt? Ne, wie ich zum Beispiel. Ich habe zu 99% Short-Optionen im Depot. Ab und zu mal einen kleinen Hedge oder so, aber das ist eher selten, sondern ich bin immer Short-Options. Und damit bin ich, Fachbegriff, Short-Weger. Das heißt, jeder Anstieg der Volatilität tut mir weh, beziehungsweise meinem Konto. Und deswegen ist es für mich wichtig, im Vorfeld zu erkennen, wo könnte denn jetzt hier Volatilität entstehen. Keine Sorge, mir gelingt das auch nicht immer und das muss einem auch nicht immer gelingen. Aber man muss vor den ganz großen, sich ankündigenden Gefahren, denen muss man aus dem Weg gehen können. Und dazu ist es wichtig, ein Grundverständnis der Volatilität zu haben. So, nächster Punkt. Die Mathematik beim Optionsverkauf. Was meine ich damit? Auch hier meine ich nicht die Berechnung irgendwelcher Formeln, sondern ihr müsst einfach verstehen, wenn ihr zum Beispiel Optionen verkauft, dass ihr dann ein Geschäft betreibt, bei dem ihr nur bedingte oder festgeschriebene Einnahmen habt, aber ein theoretisch unbegrenztes Risiko. Das klingt jetzt ein bisschen angstmachend vielleicht für jemand, der neu ist. Oh, unbegrenztes Risiko. Wir wissen, es ist zwar theoretisch unbegrenzt, aber nicht praktisch. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz entscheidend, dass man eben weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um aus einem Trade herauszugehen, weil ihr könnt nun mal nicht eure Trades pushen. Ne? Andere, die sagen, okay, jetzt habe ich einen langen Trend entdeckt und jetzt reite ich diesen Trend mal auch. Ne? Zum Beispiel Trendfolger, die brauchen sowas. Ihr braucht das nicht. Beim Optionshandel, vor allem beim Optionsverkauf, da ist es ganz, ganz entscheidend, dass hier der Grundsatz eben nicht gilt, Gewinner laufen lassen, Verluste begrenzen, weil ihr könnt keine Gewinner laufen lassen. Euer Gewinn ist ja sowieso begrenzt, aber Verluste begrenzen, das ist ein essentieller Punkt. Und deswegen müsst ihr die Mathematik dahinter verstehen. Wir haben diese Woche schon mal hier auf dem Kanal ja etwas gemacht, wo wir gezeigt haben, wie man rollt, adjustiert, beziehungsweise die Mathematik dahinter. Und das meine ich damit. Ne? Das ist bei Future-Optionen wieder ein bisschen anders als bei Aktienoptionen. Das hängt mit dem Risikomanagement zusammen. Warum kann ich keine Position 10% meines Depots in einer einzelnen Position riskieren? Warum geht das nicht? Ne? Warum geht das einfach nicht aus Überlebensgründen? Das müsst ihr verstehen, weil wer das versteht, wird niemals in eine Situation kommen, wo ihm ein einzelner Tag oder zwei einzelne Tage das Konto leer machen. Und das ist doch immer die Angst der Optionsverkäufer. Ne? Oder aller Außenstehenden, die nichts verstehen, die sagen, ja, das funktioniert ja jahrelang und eines Tages ist das ganze Geld weg. Richtig, wenn du den Punkt ja nicht verstanden hast. So, letzter Punkt, Underlying. Ne? Ganz wichtig. Und zwar hier muss man verstehen, wer ist im Markt tätig. Viele kommen und sagen, ich habe jetzt 5 Jahre lang oder 2 Jahre, ein halbes Jahr lang Aktien gehandelt und weil mein Konto eine gewisse Größe hat, fange ich jetzt an, Futures zu handeln, Future-Optionen zu handeln. Okay, jetzt ist es nun auch mal so, dass der Marktteilnehmer, der im Weizen ist, ein anderer ist als der, der Apple-Aktien handelt. Ne? Und ihr müsst deren Motivation verstehen, warum sind sie im Markt. Und viele agieren dann mit Dingen wie den Cut-Daten beispielsweise oder Saisonalitäten oder sie nutzen technische Modelle. Alles gut und schön, aber trotzdem müsst ihr versuchen zu verstehen, ihr müsst keine Experten in Weizen werden, ihr müsst auch keine Experten im japanischen Yen werden. Ihr müsst aber verstehen, wer sind die Marktteilnehmer, die in diesem Markt sind. Was bewegt diese Märkte im übergeordneten Blick? Also nicht, was ist jetzt, was ist in einer Stunde, das spielt keine Rolle. Aber warum ist ein Ölpreis heute da und vielleicht in 6 Monaten woanders? Was sind die Ursachen dafür, ne? Das müsst ihr versuchen zu verstehen, das müsst ihr lernen. Das ist 1000-mal wichtiger, als noch die 37. Ableitung eines Butterflies zu lernen oder die 15. Herleitung eines Short Strangles, so wie wir ihn machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist alles schön, das ist aber alles Kosmetik. Wenn die Grundlagen, das Gerüst nicht stimmen, nützt euch das alles gar nichts. Und deswegen, meine Bitte an euch, beschäftigt euch mit diesen 3 Punkten. Wie entsteht Volatilität? Wie ist die Mathematik beim Optionshandel? Und wie bewegen sich die Underlyings und warum? Das obere ist wirklich reinweg optionsspezifisch.
Das hier ist nicht zwingend optionsspezifisch, sondern das müsste jeder wissen, der handelt. Also auch, ob er jetzt mit CFDs da was macht oder Aktien handelt oder wie auch immer. Ne? Glaube ich übrigens ein Punkt, den die meisten, ne, manche nennen das ja Big Picture, den die meisten überhaupt nicht verstehen. Wir versuchen das ja zum Beispiel mit unserer Morgenroutine ein bisschen grafisch auch zusammenzufassen. Aber ein gewisses Grundverständnis muss ja da sein, sonst hat man einfach keine Chance, an der Börse Geld zu verdienen, und man hat vor allen Dingen überhaupt keine Chance in schwierigen Phasen, und die gibt es, jeder hat mal eine schwierige Phase an der Börse, dass man diese Phasen durchsteht. Okay, also Volatilität, Mathematik, Bewegung der Underlyings. Wenn ihr das versteht, dann habt ihr eigentlich riesengroße Chancen, an der Börse Geld zu verdienen und auch überdurchschnittlich viel Geld zu verdienen, weil ihr dürft eins immer nicht vergessen, wenn 90% der Leute an der Börse verlieren, und das ist ja nun mal der Fakt, dann verdienen es die 10%. Die 10 anderen, ne? Also die 10% der anderen. Und wenn halt 100 Leute, wenn wir von 100 Leuten ausgehen und 90 verlieren jeweils 1.000 Euro, dann gibt es 90.000 Euro, die unter 10 Mann aufgeteilt werden können. Das heißt, da ist viel Geld zu verdienen. In diesem Sinne, macht eure Hausaufgaben, macht mehr als die anderen, macht andere Dinge als die anderen, und dann gehört ihr mit zu den 10%. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.